So, Freunde, es ist soweit. Der neue 911 GT3 RS. Oh, hallo. Oh, oh. So, was machen wir denn? PDK Sport, Dämpfer auf hart. Lenkrad ist eingestellt. So, wir sind am Nürburgring und ich darf diesen neuen Ofen fahren und das ist der absolute Hammer. Denn er wurde natürlich zu großen Teilen auch hier entwickelt. Nicht hier auf der Grand Prix-Strecke, wo wir heute fahren, sondern natürlich auf der Nürburgring-Nordschleife. Und ich beantworte jetzt mal die Frage aller Fragen ganz am Anfang. Wie schnell ist er denn auf der Nordschleife? Wie viele Minuten braucht er? Und der Hammer ist, von der ersten Generation 996 GT3 RS bis zur letzten gab es einen Zeitsprung von 24 Sekunden ungefähr. 20, 24, 25, sowas Sekunden. Und das mündete dann in, ich glaube, 7 Minuten 20 für die 991 erste Generation GT3 RS. Und dieser hier, die zweite Generation 911 991 GT3 RS, ist exakt genauso viel schneller geworden wie von 2003 bis 2015 oder sowas, 16. Wann kam der raus? Nämlich 24 Sekunden. Die Jungs, Kevin Estres, ist die Nordschleifenrunde gefahren, die Rekordrunde, in 6 Minuten 56 Sekunden, 4. Und das ist absolut brutal. Und man denkt sich ja immer am Anfang, okay, der neue GT3 RS, ja, Facelift, ne? Wie kann das denn sein, dass das noch schneller wird, ne? Da sage ich mir so, ja, okay, wenn das jetzt mal 5, 6, 7, 8 Sekunden schneller wird, dann ist das ja okay, ne? Aber er ist 24 Sekunden schneller als der direkte Vorgänger, als die erste Generation 991 GT3 RS. Das ist unfassbar viel Zeit, die durch diverseste Veränderungen zustande gekommen sind. Ist als allererstes steht natürlich der Motor, ja, 20 PS mehr. Das ist jetzt nicht so ein Mega-Update, aber es trägt natürlich dazu bei. Was wichtig ist, ist die Aerodynamik. Sie haben so viel geändert an der Aerodynamik, dass die Aerodynamik um 40%, die Downforce wurde um 40% gesteigert in einem Facelift. Das ist nicht mehr normal und das haben sie gemacht, indem sie vorne am Vorderwagen diese Dinger da, ich weiß nicht, wie sie heißen, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier, während ich hier auf dem Nürburgring, sage ich mal, so 80% Gas gebe. Das haben sie geändert, die Bremsenkühlung ist besser geworden, aber gleichzeitig, weil der Vorderwagen dann anders gestaltet werden konnte, wie das sich anhört, wurde auch die Downforce verbessert, also Bremsenkühlung verbessert, gleichzeitig Downforce verbessert, unfassbar genial. Dann haben sie natürlich durch viel, viel Carbon die Fronthaube, die Kotflügel, der Heckdeckel und der Heckflügel sind aus Carbon. Wenn du das Weißdachpaket nimmst, dann hast du auch noch das Dach aus Carbon. Und die Jungs fighten wirklich in Weissach um jedes Gramm. Das ist unfassbar. Insgesamt, das Weissach-Paket zum normalen ist nochmal um 28 Kilo leichter als der normale GT3 RS. Normal kann man zu so einem GT3 RS definitiv nicht sagen. Das ist unnormal. Und ich werde immer gefragt, Matthias, lohnt sich das, den neuen zu kaufen? Da sage ich immer so, ohne den gefahren zu sein, sage ich immer, ich würde sagen, auf jeden Fall, weil Porsche würde keinen neuen auf den Markt bringen, wenn er nicht cooler, schneller, präziser, effizienter und geiler wäre. Also, ja, kann man kaufen. Jetzt, wo ich das Ding fahre, sage ich zu 1000% ja, kaufen, weil diese aerodynamische Veränderung, das spürst du in jeder Kurve. Ihr seid Trackday-Brüder, ich muss mal hier in die manuelle Gasse gehen, ihr seid Trackday-Brüder und habt Bock auf Rennstrecke. Und dieses Auto ist für die Rennstrecke gebaut. Er funktioniert nach wie vor natürlich immer noch auf der Straße und das sehr, sehr gut. Aber auf der Rennstrecke ist er wirklich noch viel, viel präziser geworden. Die Vorderachse ist so mega genial geworden, dass alles zu spät ist. Sie haben die Federrate verdoppelt, also er ist extrem hart vorne geworden. Dafür gleichen die Stabis das aber wieder aus. Und dadurch ist die Vorderachse viel einfühlsamer. Er lenkt viel, viel besser ein. Das ist wirklich krass. Normalerweise 911er denkst du dir immer so, okay, das war ein bisschen zu schnell.
Im neuen GT3 RS denkst du dir, ey, warte mal, da geht ja noch was. Ich hätte ja noch schneller in die Kurve reinfahren können. Normalerweise immer beim Reinfahren in die Kurve, sondern ey, wenn man so, ah, der schmiert da nach außen an der Vorderachse, das fühlt sich nicht gut an, dann gehst du ans Gas und dann kommt das Heck. Das ist alles viel, viel ausgeglichener und das Auto ist wirklich, wirklich sehr stark spürbar. Und das ist total krass, bei nur einem Facelift viel, viel grippiger geworden an der Vorderachse. Das macht ultra viel Spaß, mit diesem Auto zu fahren, weil es eben präziser geworden ist und weil es einfach, ja, du kannst hier, wir sind hier schon fast am Limit und du kannst immer noch das Auto so leicht so ein bisschen weiter reinziehen. Wenn du vom Gas gehst, dreht sich das Heck leicht ein. Probieren das hier mal so, ich gehe vom Gas, ja, dann kommt das Heck, dann muss ich gegenlenken. Aber das ist ultra hilfreich, um das Auto zu positionieren innerhalb der Kurve. Kannst du das natürlich, ich habe es jetzt übertrieben, das macht die Rundenzeit langsamer, aber du kannst es natürlich sehr weich machen, dass du nur ganz leicht vom Gas gehst, dann merkst du, das Heck kommt, dann steht das Auto plötzlich genauso, wie du es haben möchtest und dann kannst du wieder ans Gas gehen und die Kurve zu Ende fahren. Das ist einfach, das macht so eine Laune. So, und jetzt würde ich sagen, lasse ich euch einmal eine Runde alleine, nur Sound. GT3 RS, Sound, Nürburgring, Grand Prix-Strecke. Wir fahren jetzt auf die Start-Ziel und wir laden durch. Wir sind einmal rum. Unfassbar, das ist einfach nur der Sound, die Präzision. Das ist einfach nur zum Genießen. Ich hoffe, ihr kriegt das so ein bisschen mit. Weiß nicht, wie mein Tondevice gerade drauf ist, ob sich das gut anhört oder nicht. Aber es ist einfach wirklich der GT3 RS. Das ist das Gerät für die Rennstrecke. Es ist unfassbar. Das ist jetzt die 8. Runde, die ich hier fahre insgesamt. Und das Auto ist immer noch mega präzise, die Reifen sind immer noch cool. Apropos Reifen, ich habe erfahren, dass natürlich ein sehr, sehr großer Teil dieser 656,4, die der Kevin Estre da gefahren ist, ein sehr, sehr großer Teil dieses Fortschritts geht auf den Reifen. Ich tippe mal, das sind so um die 10 Sekunden von den 24, gehen auf das Konto des Michelin Cup R, heißt das Ding. Das sind speziell für dieses Fahrzeug, also nur für dieses Fahrzeug entwickelter Reifen, der speziell für die Rennstrecke gemacht ist. Also es ist kein Cup 2, sondern ein Cup R-Reifen, so heißt das Ding. Ich nenne ihn liebevoll das Qualifying-Teilchen. Das sind Reifen, die kleben. Das ist... Oh, Alter! Das sind Reifen, die kleben ohne Ende und die machen solche Rundenzeiten möglich. Und es gibt sie zu kaufen, aber sie sind nicht frei verkäuflich. Das ist so ein bisschen wie mit Drogen, die kriegst du nicht überall. Du musst dafür ins Porsche-Zentrum fahren und nur da
kriegst du diese Qualifying-Reifen. Und ich sag mal so, ne? Ich kenne euch ja. Track Day, da wird immer gefeilscht, ne? Wer ist der Schnellste? Es sind immer mehrere GT3 RS am Start. Und ich sag mal so, ne? Wenn du dann diese Qualifier-Reifen da hast, ne? Wenn du die montiert hast, dann hast du auf jeden Fall, auch wenn du ein bisschen langsamer bist als die anderen, auf jeden Fall mal den Vorteil des Ultra-Klebe-Qualifiers. Und ich glaube, dass da der ein oder andere Track-Day-Fahrer auf jeden Fall auf diesen Reifen zurückgreifen wird. Er wird nicht besonders günstig sein, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich kenne den Preis zwar nicht, aber er wird auf jeden Fall nicht günstig sein. Aber das ist den Leuten, das ist euch, die diese Autos lieben, vollkommen wurscht. Weil ich meine, wenn du 200.000 Euro für so eine Bude auf den Tisch legst, ne, dann kannst du auch noch ein paar Euro drauflegen, damit du auf dem Track-Day tatsächlich der Schnellste bist. Qualifying-Reifen für den GT3 RS. Ich flipp aus! Ah. Alter, das ist nicht mehr normal. Immer der gleiche Bremspunkt, immer der gleiche Druckpunkt an der Bremse. Also das ist natürlich ein Ergebnis von dieser perfekten neuen Bremsbelüftung. Ja, jetzt müssen wir leider rausfahren, ne? Wieso denn? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich wollte doch noch ein bisschen was machen. Also, okay, dann muss ich jetzt zusammenfassen. Also, GT3 RS, 520 PS, 470 Newtonmeter, 312 Stundenkilometer Spitze und 40% erhöhte Downforce. Im Gegensatz zur ersten Generation, also immer noch 991, ne? Nicht 99, hier Dingenskirchen, sondern das vor Facelift quasi. 40% verbesserte Aerodynamik, das ist unfassbar. Die Vorderachse fühlt sich grandios an. Hinterachse brauchen wir beim 911 nicht drüber zu reden, das ist einfach mega genial. Sie haben extrem viel Carbon auch im Fahrwerk verwendet, extrem viel Rennsporttechnik verwendet. Uniballgelenke, auch das ist natürlich für die Präzision Weltklasse. Da gibt es nichts mehr mit Elastomeren, Gummischeiße, sondern das ist alles fest. Deswegen bewegt sich da nichts mehr. Und deswegen ist dieses Gerät so präzise geworden im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Und deswegen habe ich Gänsehaut, Gänsepelle, ich habe Zitterhausen, ich bin der glücklichste Mensch im Moment auf der Erde. Ach, und deswegen, ja, wer die 200 hat, sage ich mal so, ne, bestellt euch ein. Abonniert meinen Kanal, viel Spaß, ich fahre noch eine Runde, glaube ich, und werde mal gucken, wie lange die Qualifier reichen. Haut rein, tschüss. Ach so, hier, ne, auch alles erleichtert, ne. Wir haben Schlaufen, wir haben keine Griffe mehr. Dann kannst du im Weißachpaket, hast du das hier noch in Carbon, das spart, glaube ich, 200 Gramm. Die Schaltwippen in Carbon sparen 200 Gramm. Und das machen die, damit das Auto leichter wird, damit das Auto schneller wird. Es ist wirklich, es gibt so viel zu erzählen über dieses Ding hier. Magnesium im Weißachpaket ist der Überrollkäfig aus Magnesium, weil es halt leichter ist. Ist auch ein bisschen teurer, aber es ist vor allen Dingen leichter. Also, es gibt ultra viel zu erzählen. Ich muss hier raus leider. Abonniert meinen Kanal, ich habe euch lieb. Und den GT3 RS auch. Ciao.